Was denken Sie beim Stichwort Abschied? Beim Stichwort Abschied denke ich zuallererst an einen Bahnhof. In vielen, vielen Filmszenen gibt es an einem Bahnhof ganz unterschiedliche Leute, die Abschied voneinander nehmen und mit weißen Taschentüchern und Tränen überströmt winken. Und ich denke an Tod und Trauer, an unseren Friedhof hier in Halle, wo viele von Ihnen und von euch und auch ich schon öfters Abschied nehmen mussten von einer Person. Aber Abschied ist auch oft viel alltäglicher als hier auf dem Friedhof. Viel weniger als einschneidendes Erlebnis anerkannt als der Abschied hier auf dem Friedhof. Und dennoch ein Teil von unserem Leben, der sich immer wieder in unser Leben hineindrängt, es turbulent macht und es damit oft auch ganz schön schwer macht. Mein erster richtig schwerer Abschied in meinem Leben war nach der 4. Klasse von meiner Grundschule im Jahr 1994. Ich hätte am liebsten den Erwachsenen damals gehörig meine Meinung gesagt, dass sie unsere tolle Klassengemeinschaft nach 4 Jahren auseinandergerissen haben. Was für ein Schwachsinn, so dachte ich als damals 10-Jährige. Ich habe mich anfänglich damals sehr schwer getan mit dem Schulwechsel. Ich hing zu sehr noch an dem vorherigen Lebensabschnitt und war sehr verunsichert von dem ganzen Neuen. Ich habe in dieser Zeit richtig gelitten. Und so folgten einige kleine und große Abschiede auf meinem weiteren Lebensweg. Auch von geliebten Objekten. Ich finde, auch diese Abschiede sollten eine Berechtigung in unserem Leben haben dürfen. Wir Christen sind da ja ganz, ganz schnell mit der Bibel zu zitieren, dass wir aufpassen sollen, woran unser Herz hängt. Ja, aber ein Auto muss nicht gleich zur Gottheit werden, damit mir ein Abschied wirklich schwer fallen kann. Auf wie viele Freizeiten hat er uns gefahren? Viele meiner tollsten Jugenderlebnisse habe ich unserem Schorsch zu verdanken. Bei dem Jugendbulli hier war der Abschied schon Monate, bevor er endgültig kaputt ging, deutlich. Ständig ist er liegen geblieben oder er ist nicht mehr angesprungen. Wir waren vorbereitet, dass es einen Bulli nach Schorsch geben würde. Und dennoch hängt mein Herz noch heute an ihm, beziehungsweise an den Erlebnissen, die ich mit ihm hatte. Abschied nehmen müssen viele von uns auch in diesen Tagen. Von der Schule, von den Mitschülern, von einem Arbeitsplatz oder mindestens von der beruhigenden Gewissheit, den derzeitigen Arbeitsplatz für sich in Sicherheit zu wissen. Schwere Abschiede von der bisher gewohnten finanziellen Sicherheit, bei vielen Flüchtlingen gar von ihrer Heimat, sind derzeit leider weit verbreitet. Ebenso aber auch vermeintlich leichte Abschiede von der Vorfreude auf die Sommerfreizeiten oder den lang ersehnten Urlaub sind in diesen Tagen sehr bittere Erfahrungen für viele. So unterschiedlich und nicht miteinander vergleichbar die Art von Abschieden in unserem Leben sind, solange wir auf der Welt sind, sind wir unterwegs. Nie ganz daheim leben wir im Vorläufigen, unter der Verheißung, dass das Beste noch kommt. Wir sind hier nicht ganz zu Hause, sondern wir sind auf der Durchreise ins ewige Land. Die Bibel ist voll von Abschieden, von schönen und von schweren, von Abschieden mit fröhlichem Wiedersehen und Abschiede, die scheinbar für immer sind. Das, was es uns als Christen leichter macht, ist, dass uns Gott nach jedem Abschied einen von ihm begleiteten Neuanfang verspricht, wenn wir das wollen. Schließt sich eine Tür, öffnet sich bereits die nächste für uns, manchmal auch in Form von einem neuen Gemeindebulli. Und Abschied zu anderen Menschen ist kein Abschied für immer. Darum wird unser Friedhof auch als ein Ort der Hoffnung neben all unserer Trauer bezeichnet. Haben Sie das schon mal bei sich oder Ihren Mitmenschen erlebt, dass sich eine Tür im Leben geschlossen hat, Sie Abschied nehmen mussten, Sie verzweifelt dastanden und Sie im Nachhinein gemerkt haben, dass sich eine andere Tür dafür geöffnet hat? Gott kommt in unserem Leben öfters mal durch die Hintertür, heißt es bildlich. Oder mit einem anderen, neueren, tollen Bulli. Ich wünsche Ihnen Kraft und Hoffnung bei Ihren Abschieden aller Art. Und schauen Sie zwischendurch mal auf die Türen in Ihrem Leben.